Moin Leute, vermutlich habt auch ihr schon mal was gehört von Asbest. Meistens geht es dann um ältere Häuser und Baumaterialien und irgendwie auch darum, dass es Krebs auslöst. Warum es das tut und was Asbest überhaupt ist, klären wir jetzt. Asbest, das könnt ihr euch als ganz kleine mineralische Faser vorstellen, so wie auf dem Bild hier. Es sind Salze von der Orthokieselsäure, die Silizium enthält. Allgemein muss es ja einen Grund geben, warum die zum Bauen von Häusern und in verschiedenen Materialien verwendet wurden. Und da gibt es sogar ein paar Gründe. Zum Beispiel sind die Fasern sehr zugfest. Ist ja schon ein Vorteil, dann halten Materialien mit Asbest viel aus. Außerdem bleibt die Faser so ziemlich bei allem stabil. Also egal ob Säure oder Base oder Temperaturen von bis über 1000 Grad Celsius, die Fasern halten das aus. Sogar der Name Asbest aus dem Griechischen für unvergänglich spielt darauf an. Und für die Industrie natürlich auch immer sehr wichtig, die Faser ist auch recht billig. Also damit kann man gut Geld machen. Und weil Asbest so viele tolle Eigenschaften hat, wurde es auch vor allem in den 1960er Jahren viel verwendet. Zum Beispiel in Fassaden. Klingt ja jetzt eigentlich passend. Problem ist nur, dass man nach einiger Zeit gemerkt hat, das Zeug ist für den Menschen gar nicht gut. Vor allem für diejenigen, die frei fliegenden Fasern ausgesetzt sind. Die einzelnen Fasern werden dann nämlich eingeatmet und auch wenn man als Bauarbeiter sowieso viel Staub und Dreck einatmet, ist Asbest doch noch was anderes. Das führt nämlich sehr schnell zu Lungenkrebs. Es gilt seit 1970 als krebserzeugend. Außerdem führt das Asbest zur sogenannten Asbestose. Grund dafür ist die Größe der Fasern. Ja, also hier kommt es mal echt auf die Größe an. Die Fasern sind nämlich dummerweise so klein, dass man sie nicht raushusten kann. Andererseits sind die so groß, dass unser Körper es nicht schafft, die vernünftig abzubauen. Also reizen die für recht lange Zeit die Lunge. Dadurch kommt es dann zu chronischen Entzündungen und Narbengewebe in der Lunge. Die Lunge verhärtet dann durch das Narbengewebe und funktioniert nicht mehr richtig. Wegen diesen Gefahren gilt seit 2005 in der ganzen EU ein Asbestverbot. Es gibt zwar noch alte Gebäude, die Asbest enthalten, aber hier liegt es so fest gebunden vor, dass es nicht freigesetzt werden kann. Also kein Problem. Andere Stoffe, die schlecht für uns Menschen sind, sind zum Beispiel Radikale. Was das genau ist, das seht ihr in diesem Video, also unbedingt reinklicken. Welche chemischen Umweltgefahren würden euch noch so interessieren? Postet es mal in die Comments, wenn euch was einfällt. Ansonsten lasst ein Like da und bis zum nächsten Video. Bis dann und ciao.